Okay, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Caesar 4. Wir sind wieder da, wir sind jetzt noch in der alten Mission, werden es aber gleich mal switchen in die nächste Mission, weil wir es ja geschafft haben. Ihr Weg zum Ruhm beginnt weiter in Genua. Ruhm glänzt durch immer mehr Ruhm, das zieht Menschen in die Stadt. Damit sich die Stadt weiterentwickeln kann, müssen Handelsrouten bei Genua ausgebaut werden. Das heißt, wir fangen jetzt zum ersten Mal an mit Handel, denn die ersten Töpferwaren und Möbel hatten wir schon hergestellt. Wir hatten bisher bloß keine verkauft und ich bin sogar am Überlegen, mit den Villen zu warten, bis wir wirklich dann auch alle Luxusgüter und so weiter herstellen können. Auf geht's, starten wir das Spiel. Ich glaube, den Sprecher habe ich jetzt ausgestellt, deswegen lese ich es selber vor. Sie müssen große Städte erbauen. Das ist Ihre Pflicht gegenüber Rom. Misslingt Ihnen das, hat das Auswirkungen. Handel mit anderen Städten ist sehr wichtig. Sie können oder diese können Rohmaterial und Fertigprodukte liefern, die Ihre Stadt benötigen. Und Sie wiederum können Waren exportieren und so Geld für Ihre Stadt verdienen. Sie müssen eine Mindestbevölkerungszahl versorgen und darüber hinaus Ihr Ansehen in Rom deutlich erhöhen, damit Sie Ihren nächsten Auftrag erhalten. 1000 Bevölkerung ist unser Auftrag und 75 Ansehen bei Rom, in Rom, wie auch immer man das sehen möchte. Und das schaffen wir natürlich nur, wenn wir denn das Geld, das wir haben, ausgeben und Geschenke an Rom, an Caesar machen, damit der glücklich ist. Genua wird geladen. Juhu, also das ist unsere neue Stadt. Handel mit dem Imperium. Die Imperiumskarte dient als Ihr Fenster zur bekannten Welt. Von hier aus können Sie Handel mit anderen Provinzen beginnen. Sie werden bemerken, dass die Stadt Caralis oder Caralis Interesse an Töpferwaren hat. Sobald Sie Handel mit Caralis begonnen haben, werden Sie feststellen, dass ein neues Handelsdepot verfügbar ist, wenn Sie auf den Lager- und Märkte-Button klicken. Bestimmen Sie mit dem Handelsdepot die Menge der zu exportierenden Töpferwaren, beginnen Sie Handel mit Caralis und bauen Sie ein Depot für den Export Ihrer Töpferwaren. Wir fangen erstmal ganz normal an mit Plebejern, damit wir dann auch irgendwelche Leute haben, die überhaupt arbeiten können. Denn die anderen sind zu faul dazu. Und wir bauen die Plebejer auch gleich mal dorthin, wo sie nämlich auch die Farmen abarbeiten können. Dafür drehen wir unsere Gebäude. 1, 2, 3, 4. So, mit 4 kleinen Gebäuden fangen wir an. Wir machen auch gleich mal Wasser rein. Das bedeutet ein Reservoir. Wie gesagt, die Villen lassen wir erst einmal sein, so lange bis wir Geld haben dafür. Ach Quatsch, ey. Warum will ich das Reservoir immer da hinten hinbauen? Ich verstehe das nicht. Dumm von mir, echt dumm. Ein Pumpenhaus muss hier erstmal hin, damit das Wasser überhaupt reingepumpt werden kann und das Reservoir kann dann hier vorne stehen. Alles ist gut. Dann brauchen wir ein Aquädukt, das uns das Wasser rüber transportiert. Sehr schön. Also ihr seht, es funktioniert. Wenn man nur will. Wir brauchen außerdem einen Brunnen, damit die Leute dann auch, ich wollte gerade sagen, baden können. Aber baden sollen sie im Brunnen natürlich nicht. Die sollen sich nur ihr Wasser holen, damit sie glücklich sind. Und wir fangen schon mal an mit ganz normalen Getreidefarmen. Die jedoch stelle ich hier vorne mit hin. Getreidefeld kommt einmal. Wir wollen es möglichst ausnutzen, das ganze Gebiet. Das heißt wirklich so, dass wir so viele Getreidefarmen wie möglich nebeneinander positionieren. So. Ich weiß, ich habe eine Lücke freigelassen. Das ist nur, falls die Leute irgendwie vorbei müssen. Eine Getreidefarm können wir noch bauen. Und es müsste dann auch eigentlich reichen, um die Leute vorerst zu versorgen. Ein Silo dürfen wir nicht vergessen. Silo, Silo, Silo. Wo ist hier das Silo? Da. Können Sie hier das Getreidezeug reinmachen? Und wir bauen schon mal die ersten Plätze. Kleine Plätze reichen für diese paar Einwohner. Es müssen noch keine hochkarätigen sein. Okay, und dann können wir das Spiel endlich normal laufen lassen. Kommt in die Stadt, genießt euer Ambiente, all das, was wir hier zur Verfügung gestellt haben. Das Gute ist, dass hier auch schon mal eine Abzweigung abgeht, da können wir die Villen später hier hinten versorgen, das ist okay. Und dann fangen wir auch gleich an mit den Töpferwaren. Ein Nahrungsmittelmarkt sollten wir auch noch mit hinstellen, damit die Leute sich auch ihre Nahrungsmittel holen können. Bitteschön. Ihr Imperiumsberater erhält den Überblick über alle offenen Forderungen. Ja, das kann aber noch ein bisschen dauern.
brauchen jetzt erst einmal eine Tongrube, ein Tongräberlager, stelle ich hier vorne mit hin. Und wir bauen mal noch, na wohl, dann muss ich die anderen hier hinten hinsetzen, dann mache ich das hier alles voll mit Fabrikas und so weiter und so fort. Machen wir gleich zwei Tongräberlager. Und wir brauchen die Töpferfabrikas. Wo sind die? Da. Töpferwarenfabrika. Eins, zwei, drei. So, das muss erstmal reichen. Wir werden das Ganze natürlich in einem Lagerhaus zusammen kollektivieren, damit die Leute auch ihre Waren irgendwoher beziehen können. So, bitteschön. Außerdem brauchen wir jemanden, der dafür sorgt, dass hier Brandschutz herrscht und jemanden, der aufpasst, dass nicht alles zusammenbricht. Das heißt Ingenieurbüro und Präfektur. Viel Spaß. Und offensichtlich brauchen wir auch mehr Einwohner. Das bedeutet, wir sorgen jetzt dafür, dass hier die Wege noch nach oben führen. So, dann baue ich jetzt erstmal die Häuser, um dann zu wissen, wo ich den Rest hinsetze. Eins, zwei, drei und vier. Gebäude benötigt Zugang zur Straße, das machen wir. Uah. Der Spin ist ziemlich doll. Aber gut. Es hat geklappt. So, die Häuser stehen. Wir werden jetzt noch für Plätze sorgen, die außenrum führen. So, zieht ein. Gibt mir neue Arbeitskraft, die wir sehr, sehr gut benötigen können. Okay, im Markt arbeiten jetzt genug Leute, genauso wie in den jeweiligen Fabrikas, das ist okay. Damit kann ich leben. Könnten wir uns eigentlich auch gleich um Holzfäller kümmern? Aber jetzt kommen ja erstmal Töpferwaren, die dann hoffentlich auch gleich ins Lagerhaus gebracht werden. Wir müssen das Lagerhaus im Übrigen auch gleich so einstellen, dass die wirklich keine Ressourcen verwenden, sondern immer nur die Waren an sich. Das heißt im Höchstfall 8 Nutzholz und 8 Ton. Der Rest muss mit Töpferwaren und mit Möbeln versorgt werden. Ganz, ganz wichtig. So ist schön. Jede Menge Platz für alle. Und offensichtlich hätte ich die hier drehen sollen. Die müssen immer außen rumlaufen. Um irgendwie zum Weg zu finden, das ist doof. Die Bevölkerung wächst. Die Bevölkerung ihrer Stadt hat zum ersten Mal die 500er-Marke geknackt. Sehr schön. Und wir haben jetzt auch Töpferwaren, die wir natürlich auf unserem Standardwarenmarkt verteilen können. Wo stelle ich denn den jetzt am geschicktesten hin, dass alle was bekommen? Baue ich einfach mal hier mit hin. So, der zieht jetzt los, der holt jetzt die Waren aus dem Töpfermarkt. Die hier freuen sich gar nicht, denn die haben kein Essen. Ja, Essen ist Mangelware. Das gefällt mir auch nicht, dass die Getreidefelder wirklich so wenig zusammenholen. Ich glaube, ich brauche doch noch eine Getreidefarm. Epidemie ist ausgebrochen. Die Stadt wird von der Malaria heimgesucht. Gegen den mit schlechten hygienischen Verhältnissen sind besonders gefährdet. Ach, gegen den, nicht gegen den. Oh. Okay. Also eine Klinik. So, die gehen jetzt los. Die werden sich dann die Gesundheit abholen. Hoffe ich zumindest. Oh, wir haben gar keine Leute, die da drin arbeiten können. Dafür brauchen wir schon die kleinen Domos. Um die Leute auch medizinisch versorgen zu können. So, die ersten Leute ziehen hoffentlich schnell ein. Aber offensichtlich ist die Epidemie jetzt gebannt. Neue Leute kommen nach, die sind wahrscheinlich alle verstorben. Was soll's? Passiert. Zwei Domos müssten erst einmal ausreichen, um den
ja, die Klinik zu versorgen mit den ein oder anderen Leuten. Es sieht noch nicht besonders gut aus. 13 von 22 Leuten arbeiten da drin. Das heißt, die sollten sich auch endlich mal entwickeln, genauso wie die hier. Aber die Entwicklung sieht gut aus. Offensichtlich haben die vielen Leute jetzt Nahrung bekommen. Nicht alle, aber die meisten. Und wir bauen, wie gesagt, eine neue Getreidefarm. Das war das nächste, was ich fertig machen wollte mit Getreidefeldern. 1 und 2. Viel Spaß. Ich muss mich irgendwann nochmal belesen, wie viele Getreidefarmen wir eigentlich betreiben können, um die ganzen Getreidefelder fertig zu machen. Kommt noch. Aber hier passen jetzt 110 Leute rein statt 70. Das heißt, die steigen jetzt wunderbar auf. Und ich hoffe, dass auch die hier bald aufsteigen werden, wenn sie dann ihre Luxuswaren bekommen. Das heißt, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass die Arbeitskräfte, die wir ja zur Verfügung haben, Holz fällen und Möbel herstellen. So, dann brauchen wir anschließend die Möbelfabrika. Afrika Paprika. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Ich muss das mal kleiner machen hier. Weg. Brauche im Moment keine Tipps. Höchstens zum Rauchen, aber nicht mal das. Ja, die klemmen wir jetzt hier hinten hin. Machen noch eine Anbindung zur Straße, dann ist das gut. So, und die Leute ziehen los. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Jobs, aber kein Rohmaterial für unsere Möbelfabrikas. Die kommen noch. Und Genua möchte mit uns handeln. Ihre Stadt Genua. Ne, Genua sind wir. Caralis wünscht Töpferwaren. Handel eröffnen. Aber ich glaube, dafür brauche ich einen Dock. Das heißt, wir gehen nochmal ganz kurz in die Stadt weiterspielen. Und gucken mal, ob es schon die Möglichkeit gibt, einen Dock zu bauen. Theater und sowas gibt es, Büste, stehende Statue, Statthalter, Villa. Wir können uns selber eine Villa bauen, auch schön. Badehaus, Klinik. Nee, es gibt sowas nicht. Vielleicht kommt das automatisch. Wir müssen es mal ausprobieren. Caralis, also 500 Denari, dafür eröffnen wir den Handel. Ja. So. Die wünschen 25 Töpferwaren. Wir werden jetzt immer wieder vorbeikommen, um Töpferwaren zu holen. Wenn denn welche im Lagerhaus bereit liegen. Das ist natürlich auch immer fraglich. Gerade obwohl wir 3 Töpferfabrikas haben, kommt nicht besonders viel ran. Also alle haben Töpferwaren, aber keiner macht wirklich irgendwas. Leerstehend, Attraktivität zu niedrig. Oh nein! Die Leute finden es hier hässlich. Das ist aber schlecht. Bewohner unterwegs. Na, also geht doch. So, die Attraktivität geht hoch. Wir brauchen jetzt bloß noch Möbel. Dafür auch einen Luxuswarenmarkt. Gibt es vielleicht noch eine weitere Tongrube? Nein, gibt es nicht. Also wir müssen uns wirklich mit dieser Tongrube hier über Wasser halten. Ton zu graben ist schwerer, als es aussieht. Das Zeug klebt wirklich fürchterlich. Na, du armer du. Tust mir aber leid. Aber da musst du durch als Lurch, wenn du ein Frosch werden willst. So, die sind alle aufgestuft, die haben jetzt alle zu essen, die haben alle Ton- bzw. Töpferwaren, das ist top. Hier fehlt es so ein bisschen an einer zweiten Art von Nahrung, bzw. an einer zweiten Art von Töpferwaren. Aber das ist schon okay, entwickelt sich mit Luxuswaren. Wir brauchen jetzt also bloß irgendwann mal Möbel, damit sich dann die kleinen Domus auch weiterentwickeln. Offensichtlich gibt es genug Eunuchen, wie hießen die? Equites, genau. Ich wusste irgendwas mit E. Verdammt. Arbeitsplätze haben genug. Was sagen unsere Berater? Die Götter sind nicht sehr erfreut über uns. Ja, da haben die Götter ganz schön Pech gehabt, wa? Jupiter fühlt sich etwas vernachlässigt. Der Arme der. In der Stadt gibt es keine Nahrungsmittelbestände. Das stimmt, wir haben echt zu wenig Nahrung. Ich verstehe auch nicht, wieso. Es werden mehr Arbeitsplätze für Equites benötigt. Hohe Arbeitslosigkeit verursacht Unzufriedenheit unter den Plebejern. Arbeitsplätze sowohl für Plebejer als auch für Equites werden benötigt. Ich bin sogar am Überlegen, noch ein Plebejerhaus abzureißen, das heißt eine kleine Insula. So, Schluss mit Arbeitslosigkeit.
Wir vertreiben einfach die Leute aus der Stadt, dann geht das auch. Besser? Die Götter sind nicht sehr erfreut über uns. Ja, da haben die Götter ganz schön Pech gehabt, wa? Ein Badehaus könnten wir auch noch in die Wege leiten, einfach nur, um die Hygiene noch ein bisschen zu steigern. Und dadurch, dass hier in der Nähe ja auch das Reservoir ist, müsste das eigentlich so okay sein. Und da arbeiten auch Equites drin, das heißt, die Arbeitsplätze für die Equites sind okay. Unsere Stadt hat nicht genügend Arbeitskräfte. Ja, jetzt auf einmal. Könnt ihr mal sehen, wie schnell sich das wandeln kann? Aber sobald wir Luxuswaren haben, werden wir auch bessere Equities mit dazu bekommen, mehr Equities. Und die ersten Luxuswaren stehen auch schon zur Verfügung. Das ist gut. So, kommen eigentlich die Händler jetzt auch auf einem ganz normalen Weg, so wie damals in Caesar 3, oder muss ich die irgendwie noch anweisen, dass die da hinfahren sollen? Lagerhaus, Handelshafen. Ah, ich verstehe. Okay. Machen wir gleich neben das Pumphaus. So, und da muss ich Kaufen, Verkaufen Befehle geben. Kein Verkauf, Verkauf. Ja, verkauf mal alles. Obwohl, nee. Verkauf mal bitte immer nur 12, 6. 6 ist okay. Ich hoffe, das reicht dann auch noch für unsere Bewohner. Dann bauen wir einen Luxuswarenmarkt. Gehalt des Statthalters. Es hat durchaus seine Vorzüge, Statthalter zu sein. Sie beziehen ein Gehalt und können es auf unterschiedliche Weise ausgeben. Außerdem bestimmen Sie selbst die Höhe dieses Gehaltes. Ihr Imperiumsberater ändert Ihr Gehalt mit Freuden, wenn Sie ihn darum bitten. Zahlen Sie sich allerdings zu viel, sinken Sie im Ansehen Roms. Wählen Sie Ihr Gehalt daher weise. Sie können sich auch ein attraktives Haus bauen, indem Sie Ihre eigenen Mittel ausgeben. Das sollten Sie jetzt mit dem Regierungsbaubutton machen. Ja, aber so viel Geld habe ich ja jetzt auch nicht, oder? Religion. Jupiter-Schrein. Den sollte ich mal zuerst bauen. Das ist wichtiger als mein Haus. Jeder anständige Römer zollt den Göttern Tribut. Jeder kluge Statthalter folgt diesem Beispiel. Sie können eine Vielzahl an religiösen Gebäuden in ihrer Stadt errichten. Ihre Bürger werden es zu schätzen wissen, wenn diese Einrichtungen in der Nähe ihrer Wohnungen liegen. Und die Götter selbst werden es zu schätzen wissen, dass sie ihnen Gläubige zuführen. Je mehr Bürger eine Gottheit verehren, desto wahrscheinlicher ist, dass diese Gottheit ihrer Stadt einen Segen schenkt. Vergessen Sie dabei nicht, dass es gerade Jupiter gar nicht gefällt, wenn man ihn übersieht. Denken Sie auch daran, Ihre Wertungsberater zu konsultieren, damit Sie die Bedingungen zum erfolgreichen Abschluss dieser Aufgabe erfahren. Ja. Na, wir haben ja jetzt im Moment keine Bedingungen, die wir nicht kennen. Das ist alles okay. Das können wir wieder minimieren. Und hey, das Domo hat sich entwickelt und ist größer geworden, jetzt da es Möbel bekommen hat. Das heißt, jetzt haben hier 60 Equites Platz, die dann im Badehaus arbeiten können, beziehungsweise in der Klinik. Wie sieht's aus mit Essen? Haben wir nichts. Natürlich nicht. Warum auch? Es könnte ja sein, dass wir gut dastehen. So, wann kommt der Händler? Ich bin so langsam nicht mehr gut dran. Ah, Export 6, ja. Okay, es exportiert. Der holt das jetzt vom Lagerhaus, bringt das hier rein. Aber viel Geld hat uns das nicht gebracht. Und nun sollen wir unser Ansehen in Rom steigern. Forderung nach Töpferwaren. Ziel 20, vorrätig 5. Frist ein Jahr. Oh. Dann muss ich hier erstmal den Handel unterbinden. Bitte nicht mehr verkaufen. Kein Verkauf. Wir gehen mal zu unserem Berater. Unsere Stadt verliert Geld. Es werden noch weitere Equities benötigt, um freie Stellen zu besetzen. Aber es sieht nicht mehr rot aus. Die Ausgaben waren letztes Jahr höher als die Einnahmen. Finanzen. Ich glaube, ich sollte mich auch mal um einen Steuerberater kümmern. Um einen Steuereintreiber, Steuerbüro, genau. So, viel Spaß. Der läuft jetzt los.
Der sammelt die Steuern ein. Die gehen uns nämlich die ganze Zeit schon flöten. Deswegen bloß nicht zu viele Abzweigungen machen, nicht, dass er einmal reinläuft und wieder zurück. Da haben wir ein Problem. Ich brauche die Kohle. So, weil es an der Tür klingelt, sind wir gleich wieder da. Ich danke euch vielmals fürs Ansehen und bis gleich.